Seit 2 Tagen hatte Vorbeck von der ersten Helle des Morgens bis zum Einbruch der Dämmerung mit glühendem Eifer gearbeitet. Am 3. Abend war der Entwurf des großen, figurenreichen Bildes in Zeichnung und Farbe schon so weit gediehen, dass Tassilo, als er für ein paar Worte bei dem Freunde vorsprach, das Werk dieser beiden Tage mit Staunen betrachtete. Ich hätte dieser Leinwand gegenüber auf 3 Wochen fleißige Arbeit geraten. Wie das schon redet! Als sie ein paar Minuten später über die steile Treppe hinunterstiegen, hörten sie aus der Stube die Stimme Malis, die mit den Kindern spielte. »Müller, Müller-Sacki, ist der Müller nicht im Haus? Schloss vor, Riegel vor, werfen wir Sackel hinters Tor.« 2 Kinderkehlen jauchzten in Freude und dazwischen klang das Lallen eines dünnen Stimmchens. Als es dunkler Abend geworden war, trennten sich Tassilo und Vorbeck vor dem Seehof. »Also morgen«, sagte Tassilo, »und Ihrem Bild zulieb hoffe ich, dass meine Schwester eine feste Portion Geduld zur Sitzung mitbringen wird. Sie war heute ein wenig ärgerlich, doch nicht über mich«, Tassilo lachte. »Ja, und ich weiß gar nicht, wieso der lustige Spatz plötzlich so zeremoniös geworden ist. Kitte hat es Ihnen übel genommen, dass Sie nach dem Dinner 2 Tage vergehen ließen, ohne Ihre Karte abzugeben.« »Aber ich musste doch arbeiten über Hals und Kopf, um den Entwurf so weit zu bringen, dass die Sitzung für mein Bild von Nutzen sein kann.« »Arbeit geht allem vor. Ich habe Sie selbstverständlich mit Wärme verteidigt und Fräulein von Glesberg hat mir dabei geholfen. Sie haben an Tante Gundi eine Eroberung gemacht. Nützen Sie das gehörig aus, denn die Zahl der Sitzungen hängt weder von Ihrem künstlerischen Bedürfnis noch von der wechselnden Laune meiner Schwester ab, sondern von der Protektion, die Fräulein von Glesberg Ihrem Werk angedeihen lässt.« Am anderen Morgen gegen 9 Uhr kam der alte Moser in das Brucknerhaus. Tante Gundi hatte ihn geschickt, um die Malersachen zu holen. Vorbeck übergab ihm die Staffelei und den Farbenkasten, die Leinwand trug er selbst, um die noch feuchten Farben vor Schaden zu bewahren. Auf dem Wege nach Schloss Hubertus schwatzte Moser unermüdlich und erzählte auch von der glücklichen Treibjagd, die Graf Ecke am verwichenen Tag abgehalten hatte. Als sie das Schloss erreichten, stand Kitty am Deich und fütterte die Forellen. Sie war gekleidet wie an jenem Nachmittag, an dem das Gewitter sie überrascht hatte. Vorbeck lehnte achtsam die Leinwand an einem Baum und trat auf Kitty zu, das weiße Hütchen in der Hand. Er grüßte befangen. »Ich habe die Tage her gearbeitet, um mit dem Entwurf meines Bildes vorwärts zu kommen. Verzeihen Sie mir, wenn ich eine Unhöflichkeit begangen habe.« Sie verstand nicht gleich. Dann wurde sie rot und lachte. »Ach so, das hat wohl ausgeplaudert, dass ich mich über Sie geärgert habe. Stimmt, aber sehen Sie mich nur nicht so erschrocken an. Eigentlich habe ich das vor Tass nur gesagt, weil ich mir dachte, er würde Ihnen bei Gelegenheit einen freundschaftlichen Wink geben. Ich nehme solche Dinge nicht sehr genau. Aber wissen Sie, ich sage das um Ihretwillen. Tante Gundi ist ungemein peinlich in allem, was Form heißt. Und wenn Sie oft und lang hier malen wollen, müssen wir Sie bei guter Laune halten. Nicht wahr? Das begreifen Sie doch.« »Aber natürlich«, stammelte Vorbeck, erleichtert aufatmend. Er holte die Leinwand und stellte sie in gutes Licht. Fräulein von Glesberg brach in laute Bewunderung aus und Kitty stand schweigend, die großen Augen bald auf das Bild, bald auf den jungen Künstler gerichtet. Mit scheuer Achtsamkeit ordnete Vorbeck an Kittys Kleid die Falten, dann trat er vor die stehende Leinwand, während Tante Gundi ihren Heise aufschlug. Aber der Dichter kam bei ihr nicht zu seinem Recht. Immer wieder sah sie über das Buch, hing prüfend an den ihr halb zugewendeten Zügen des jungen Künstlers, verlor sich in Gedanken, erwachte und versuchte wiederzulesen. Kitty schwieg. Auch Vorbeck sprach nur selten ein paar Worte, wenn er eine kleine Änderung in der Haltung wünschte oder fragte, ob Kitty ermüdet wäre.
Lächelnd schüttelte sie immer das Köpfchen. Sie hatte die Wange auf der Lehne des Sessels liegen, so dass ihre Augen gerade auf Fuhrbeck gerichtet waren. Mit wachsendem Interesse beobachtete sie jede seiner Bewegungen, wenn er von der Leinwand zurücktrat, um die Arbeit zu prüfen. Und wenn er den Blick hob, um zu schauen, war etwas Strahlendes in seinen dunklen Augen. Je häufiger Kitty diesem Künstlerblick begegnete, desto heißer wurden ihre Wangen. Wohl begann auf die Dauer ihr Körper zu ermüden, dennoch wurde sie fast unwillig, als Tante Gundi endlich die Sitzung unterbrach, um für Kitty ein paar Minuten Erholung zu erwirken. Man machte einen Schlendergang durch den Park und blieb in der Ulmenallee vor dem Adlerkäfig stehen. Kitty erzählte, wie ihr Vater einen dieser Vögel unter den Flügelschlägen und Klauenhieben des den Horst verteidigenden Weibchens aus dem Nest herunterholte, und dabei merkte sie, dass Vorbeck nicht zuhörte, obwohl sein Blick immer an ihren Lippen, an ihren Augen hing. »Sie sind wohl schon wieder bei Ihrem Bild?« fragte sie lächelnd, mitten in der Erzählung abbrechend. »Kommen Sie, ich habe schon genug geruht.« Wieder vergingen zwei stille Stunden, und die Sitzung wurde erst abgebrochen, als auf dem Dach des Schlosses die Mittagsglocke läutete. »Ich darf Sie doch bitten, mit uns zu speisen«, sagte Tante Gundi, und Kitty fiel ein. »Natürlich, Sie müssen bleiben.« Vorbeck wurde verlegen. Seine Hand war nicht müde. Er wollte die gute Stimmung und den Rest des Tages benützen, um auch mit den anderen Partien des Bildes vorwärts zu kommen. Das brachte er stockend vor. Kitty schmollte. Es hatte sie auch verdrossen, dass er sie nach Schluss der Sitzung keinen Blick auf die Leinwand werfen ließ. »Sie sollen das Halbe nicht sehen«, hatte er gesagt. Umso gnädiger wurde Vorbeck von Tante Gundi entlassen, und als er mit Moser in der Ulmenallee verschwand, sagte sie, »Das gefällt mir, ein Mensch mit guter Kinderstube. Er hat von Aufdringlichkeit keine Spur an sich, und wie er an seiner Arbeit hängt, ich sage dir, Kind, aus diesem jungen Menschen wird noch was. Gib Acht, was Großes.« Schon in der Allee hatte Vorbeck einen so stürmischen Schritt angeschlagen, dass Moser sich nur mühsam an seiner Seite zu halten vermochte. Als sie das Brucknerhaus erreichten und Mali den Farbenkasten und die Staffelei übernahm, um sie über die Treppe hinaufzutragen, wischte sich der Alte den Schweiß vom Gesicht und brummte: »Der hat aber einen guten Schritt. Sakra! Hinter dem möchte ich nicht als Büchsenspanner auf die Berg herumsteigen.« Aber seine Erschöpfung schien jäh verschwunden, als er draußen auf der Straße das feine Lieserl vorübergehen sah. »He, Schatzerl«, rief er und humpelte hastig zum Gatterl, »wart ein bissl auf deinen alten Spezi.« Lachend verhielt das Mädel den Schritt. »Wo brennst denn? Hast was Neues?« »Natürlich, mei alte Lieb, die ist allweil wieder neu, so oft ich dich anschau. Geh, du alter Narrenseppel.« Moser hängte sich vertraulich in den Arm des Mädels ein und kicherte: »Lieserl, jetzt kommen unsere jungen Grafen bald.« »Alle zwei?« huschte es mit flinker Frage von den roten Lippen. »Alle zwei? Wart, wart, du bist mir aber eine.« Moser kniff mit Behagen in den runden Arm. »Wenn der Herr Graf Robert allein kommen möcht, mir scheint, das tät dir nicht völlig taugen, was?« So aufgeputzt wie Lieserl, so schmuck war das Haus, das sie ihre Heimat nannte. In einem wohlgepflegten Gärtchen lag es einsam an der nach Schloss Hubertus führenden Straße. Zwischen dem wirren Blätterwerk ein rotes Schild mit der verblassten Inschrift »Sebastian Zauner, Sattlermeister und Tapezierer«. Die Wohnstube, die das Lieserl betrat, verriet in ihrer ganzen Ausstattung, dass der Zaunerwastl neben seinem Handwerk auch freie Künste trieb. Spiegel, Geschirr, Nähmaschine und Schwarzwälderuhr ausgenommen, war alles zwischen diesen Wänden ein Werk von Wastls Händen, sogar der altdeutsche Kachelofen. In jedem der beiden Fenster hingen vier Vogelkäfige, der eine wie ein Schloss geformt, der andere wie eine Sennhütte,
der nächste wie ein Schweizer Haus. In diesen Käfigen befanden sich die merkwürdigsten Maschinerien, Treträder, Schaukeltreppen, Flaschenzüge, mit denen die Vögel schwierige Kunststücke ausführen mussten, wenn sie zu Trank und Futter gelangen wollten. Inmitten dieser Stube saß die Zaunerin am Tisch, massiv in die Breite gewachsen, behaglich ihren Kaffee verschluckend. »Grüß Gott, Mutter!« Die Zaunerin nickte und ihre fettumpolsterten Äuglein hingen mit zärtlichem Wohlgefallen an dem Mädel, das zum Tische trat. »Komm, Herzerl, setz dich her. Ich schenk dir gleich ein. Hast du die Stadtleit antroffen? Hast die Hemden abgeliefert? Bist gleich zahlt worden?« »Alles in Ordnung. Es ist leider bloß die Frau daheim gewesen. Die handelt allerweil. Statt 14 Mark hat's mir bloß 12 gegeben. Wenn ich mit dem Herrn hätte reden können, hätte ich 18 oder 20 gekriegt.« Das Lisa lachte. »Mit den Herren verstehe ich mich aufs Reden.« »Ja, Schatzerl, halt dich nur an die Mannsbilder. Das tragt allerweil mehr. Aber lang bist ausblieben. Ja, der Pointner Andreas, was sagst, der hat mir den Weg wieder abgepasst und hat Augen gemacht wie ein gestochener Gockel. Ich sag dir's, Mutter, wenn so ein drum Bauernlackel verliebt wird, das ist zum Lachen. Bist aber doch freundlich gewesen. Ordentlich abfahren hab ich ihn lassen. Aber Herzerl, der andere, es ist freilich ein Drum, aber der einzige Sohn und der Vater hat's schönste Anwesen im Ort. Mutter, für so einen gescherten Bauernlümmel bin ich mir zu gut. Stimmt, Herzerl, du bist für was Besseres geboren. Aber man weiß nicht, wie's geht in der Welt. Drum sollst dir den anderes warm halten für den Fall. Gott behüt, dass nichts Besseres kommt. Wird schon kommen, wer weiß. Vielleicht recht bald und was viel Besseres. Die Tür wurde aufgestoßen und Meister Zauner trat in die Stube. Eine nicht allzu behäbige Gestalt mit einem gescheiten und gutmütigen Gesicht, das aber jetzt auf übel Wetter zeigte. Ein paar Jährlein mochte er schon über die 50 haben. Trotz der Genialität, mit der er fast ein Dutzend brotloser Künste betrieb, war er ein tüchtiger, fleißiger Handwerker, ein braver Kerl, der nur den einen Kardinalfehler hatte, dass er mehr als zulässig unter dem Pantoffel stand. Nicht unter dem schweren Schlappschuh seiner Frau, sondern unter dem kleinen Pantöffelchen seiner einzigen Tochter. »Grüß Gott, Vater«, sagte Liesel und setzte die Nähmaschine in Gang, deren hurtiges, geklappertes, wirre Gezwitscher der Vögel übertönte. Meister Zauner warf seiner zwar nicht besseren, aber unleugbar gewichtigeren Ehehälfte einen wütenden Blick zu und schleuderte seinen Hut auf das Fenstergesims, dass die vier Vögel dieser Nische erschrocken, in alle Winkel ihrer Käfige flatterten und sämtliche Maschinen in Bewegung setzten. »Ich sag's zum letzten Mal. Wenn die Geschichte nicht bald ein End nimmt, gibt's einen ordentlichen Spektakel. Ich bin ein guter Kerl. Jung sein und lustig, das lass ich mir gefallen. Aber was ich alles hören muss, ist nimmer schön. Wie steh ich denn da, wenn so etwas ins Schloss eingetragen wird? Ich müsst vor der gnädigen Herrschaft in Boden versinken vor lauter Schand. Da schieb ich einen Riegel für. Die Geschichten hören auf oder es gibt einen Spektakel. Himmel, Herrgott, Sakrament!« Meister Zauner schlug die Faust auf die Tischplatte und trat zum Fenster. Liesel hatte die Nähmaschine gestellt und Stille war in der Stube. »Was hat denn der Herr Vater? Was ist denn?« »Du wirst schon wissen, was los ist«, schrie Meister Zauner, ohne das Gesicht zu wenden. »Ich?« fragte das Mädchen staunend. »Der Herr Vater hat doch nicht am Ende mich gemeint. Da müsste ich aber bitten.« Gereizt fuhr Wastelzauner auf die Tochter zu und hob ihr die Faust vor das nette Näschen. »Liesel, tu dich nicht föppeln mit mir!« »Jesus Maria«, kreischte die Meisterin und schlug die Hände über den Kopf zusammen. »Wie kann sich denn ein Mensch so aufführen gegen sein einziges Kind?« »Du sei still, gell? Du bist an allem schuld, mit deiner ewigen Schöntuerei!« »Du bist schuld, ja du, wenn sich's Madel auf die leichte Seiten legt und unseren guten Namen in alle Mäuler bringt.« »Jetzt sag ich dir aber, Wastel, sei Stadtmutter!« Liesel stellte sich kampfbereit zwischen Vater und Mutter. »Jetzt muss ich selber fragen, was der Herr Vater eigentlich haben will von mir.« »So?«
schrie Meister Zauner in die Stubenecke. »Was ist denn nachher das schon wieder mit dem jungen Stadtherrn, der im Seehof logiert?« »Mit wem?« Lieserl zog die Brauen in die Höhe. »Ich weiß ja gar nicht, wen der Herr Vater meint. So, was hast denn mit ihm am Berg droben gemacht?« »Ich? Am Berg droben?« »Besinnt sich der Herr Vater auf gar nichts mehr? Wer hat denn gesagt, schau, Lieserl, 14 Tage bist bei der Arbeit gesessen, schnauf dich ein bisserl aus.« »Naja, es ist ja alles recht, aber muss man die sanitäre Rekreation zu sellene Sachen benutzen?« »Sellene Sachen? Was kann ich denn dafür, dass mir der junge Springer nachgestiegen ist?« »Was kann denn's Mädel dafür?« fiel die Zaunerin ein. »Sie hat halt gefrett mit den Wandsbildern. Hätt's dir ein anderes Gesicht verschafft. Wenn einer das Mädel anschaut, gefällt's ihm halt. Und weil wir grad schon reden«, dozierte die Zaunerin, »für was ist denn ein Mädel auf der Welt? Die guten Heiraten tragt man heutigen Tags nimmer in der Butten umeinander. Da muss sich ein Mädel umschauen. Wenn's dir nachging, kunst Lieserl hinterm Ofen hocken und sitzen bleiben.« »Sitzen bleiben«, grollte Meister Zauner, »deswegen braucht's nicht alle Tage ein Gspusi anfangen. Und wann ihr's ums Heiraten ist, der Pointner anderes, nimmt's Mädel auf der Stelle.« »Wenn ihn's Lieserl aber nicht mag«, fuhr die Zaunerin dazwischen, »nicht mögen, ein Anwesen wie der Pointnerhof, so etwas soll man nicht mögen.« Meister Zauner stapfte in seine Werkstatt hinaus und schmetterte hinter sich die Tür zu. Die Zaunerin beugte sich über die Schulter ihres hübschen Kindes und flüsterte mit Vorsicht, »was denn anderes betrifft, hat er nicht so Unrecht, weißt?« »Jetzt erst recht nicht, grad mit Fleiß. Jetzt lege ich alles drauf an, dass mir meine heimlichen Gedanken ausgehen. Glück hab ich noch allerweil gehabt. Und kommt's, wie ich denk, da wird's erst recht was zu reden geben im Ort. Tag frei mit drauf.«